Deze boodschap wordt rechtgezet van Lebenswasser en de Cuauhtémoc Chihuahua Mexico Yee. Voor meer informatie, bitte vindt ons op internet bij lebenswasser.org. Wir sind in unsere Botschaften, was wir nennen Minerada. Viele sind auch redig von, dass er schäumt für mich. Von der will ich reden von, dass er lebt für mich. Ich dachte mir etwas, wie das hier sagen von Santa Lucia, heute da, glaube ich, dort in der Boy. Wenn Isaac Thyssen noch mal Ware haben, fährt der Mutter wie ein Map vor und die Maschine aufladen. Und so dort. Das schafft nicht, wenn der allein fährt. Das habe ich gesehen. Aber gute Arbeit da. Und weißt du, wenn wir sagen von meinem Radar, dann meinen wir das auch für die Menschen, die kommen dort in Zacatecas wohnen oder die Tarahumaras hier in der Boy. Aber wir haben das erst. Wir haben vielleicht einmal ein bisschen eine Idee. Und er ist für mich gekommen und er hat es auch. Aber er ist auch für all diese anderen Menschen gekommen. Feier sind auch dann leert wie ein Satz, den Scheine haben wir auswendig, nicht? Das wäre mein Ziel, wenn es das nicht kennen. Wenn sie nicht kennen, macht ihr auch ein Papier ausfallen und dann dort abschreiben. Aber hier ist der Satz. Gott plant Radung mit sechs Salz im Sinn. In Feier sind auch redig davon, dass Gott plant die Raden. Da wir niemals Gott sind plant, never sehen wollen, dass heute die Raden mit die. Das sind das die Lehre von Religion, dass ich mal so und so gut sein und so viele Dinge tun und das tun und das tun und dann noch drei andere Dinge. Und Gott plant die Taraden mit sechs Salz. Und wenn wir das verstehen können und das in uns ansehen, dass Jesus ist uns Rader, wir brauchen nicht Salz versiegen. Wir glauben an das, wir nehmen das an. Von daher will ich einen anderen Satz lehren. Aber fahre ich dort, weil ich noch so ein Ding mit checken. Wenn ihr eine Bibel habt, ihr kennt noch Johannes Kapitel 1. Da war ich von der ein bisschen checken. Ich habe eine Doyle Bibel falsch von der. Ich weiß nicht, ob ich die alle überbrücken. Aber anyway, da war ich so ein Ding lesen und sehen. Wenn wir sehen, dass Gott plant Radung mit sechs Salz im Sinn, dann muss wir auch sagen, dass in das Plan von Radung, du hast hier geplant, Salz zu kommen. Und so Jesus schäumt, Jesus ist Gott. Und ich will von dir von Jünd reden, zu Jünd reden von, dass Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Das sind Dinge, was ich nicht verstehen kann. Das sind Dinge, was Eva uns kleinen Menschen verstehen hat. Wo kann Jesus beides völlig Gott sein und völlig Mensch? Die Church für 2000 Jahre hat, wenn diese Frau sich gekämpft, den Raum gekämpft, ich habe ein paar Jahre Kirchengeschichte und ihr Recht in der Schule, und so ein von den Dingen, wo die Church mit kämpfen, dann, wo sie große Sitzungen werden, anstalten sie wieder, dort wir werden, wer ist Jesus? Ist er völlig Gott oder nicht? Von der gehen dann sie Jehova Zeugen, Raum bei ihnen, die kommen an, die putteren an, und wenn sie nicht abpassen, dann wollen sie zu ihnen sagen, dass sie bleiben an Jesus, und sie wieder, wir tun really nicht. Nicht an Jesus als Gott. Du musst dir immer an denken. Sie wollen Jesus in Umbrücken. Aber bei ihnen ist Jesus ganz das Wort aus Gott. Er ist ein Engel gewesen. So eine Dinge ist dort, sagen sie. Und so die Church hat über die letzten 2000 Jahre viele Gruppen, so ist dort gehört, weil immer du mit Kämpften und immer sehen, okay, wo ist Jesus? Ist er völlig Gott? Wie ist er Gott? Liegt er mit Gott? Oder wer wir hier? Und eigentlich finde ich auch nicht hier, um dort alle auszuleihen und ihnen dort alle klar machen. Und so das sind Dinge, was wir annehmen im Glauben, was die Bibel uns sagt, und ich will in so einem falschen Wesen, von der Jesus ist Gott. Aber mit dem Sinn, weil ich lesen in Johannes 1, die erste 4 Verse. Das heißt, es steht, am Anfang wir das Wort, und das Wort wir bei Gott, und das Wort wir Gott. Heute wir am Anfang bei Gott. Durch Arm ist alles gemerkt, in ohne Arm ist nichts gemerkt, was gemerkt ist. In Arm wir leben, in dort leben wir das Licht für die Menschen. Das Licht scheint im Diesteren, aber das Diestere hat das nicht verstanden. Und so hier ist der erste Gedanke. Am Anfang wir das Wort. Lass mich jetzt mal wissen, wo Gott diese Welt mögt. In 1. Mose, ich brauche noch nicht Hand drehen, wenn ich die Farsen gleich ganz lesen, ich will bloß so Dinge hier sein.
Aber wenn wir in 1. Mose gehen, durch Kapitel 1, Vers 1, dann sagt es am Anfang. Charakter ist Johannes. Er sagt am Anfang, wie das Wort. In Anfang, Bibel sagt es am Anfang, mir Gott Himmel und Erde. Und dann sagt es das, Vers 3, und Gott seht, du sollst Licht sein. Dann wird er Licht. Aber ich will das soll ich verstehen, dass Gott seht, dort Wort, von Anfang wird das Wort, das ist die Idee. So Gott seht, Vers 5, Gott nahm dort Licht. Gott redet war er. Und er nahm dort Licht. Something. Und dann Vers 5, und Gott nahm dort Licht. Könnt ihr heute grüßen lesen. Vers 6, und Gott seht. Und so hat er den Himmel und Wut in Eindeil und so wieder. Und so Gott seht. Und Gott nahm den Ruhm Himmel. Gott dort Wort. Gott seht Wort. Und dann wieder zu dort. Und dann heute zu dort. Vers 9, und Gott seht. Vers 10, Gott nahm das Dreh gelohnt. Vers 11, und Gott seht. Vers 14, und Gott seht. Vers 20, und Gott seht. Vers 22, und Gott sehende alle und seht. Und so er redet. Vers 24, und Gott seht. Vers 26, und dann seht Gott. Vers 28, und Gott sehende und seht. Vers 29, in Gott seht. Kriege den Idee? Am Anfang wird das Wort. Und so das ist das Wort Gottes. Und was ihr hier redet uns dort ein bisschen auf, wenn wir noch Vers 14 gehen, 1. Johannes, dann sagt ihr das, in das Wort Wort Mensch in Wohn mankans. So hier ist der zweite Satz für diese Werk. Aus Gott Radung bracht, käme heute zu Faut. Kann ich das nur sagen? Aus Gott Radung bracht, käme heute zu Faut. Noch einmal. Aus Gott Radung bracht, käme heute zu Faut. Kann ich Ihnen das feststellen? Gott zu Faut im Darb? Und zu dürfen der Moment dann denken, was ihr das Wort, Wort, Mensch in Wohn mankans, in Jink mankans, in Vertalt mankans, in Hei Eid mit der Fremdtaub, in all diese Dinge. Da werden wir noch ein bisschen wieder von reden. Aber das Satz, das Wort, Wort, Fleisch in Wohn mankans, dort ist das ganz geratste Wunder, was ihr in der Bibel ever wollen fängt, era, was auf dieser Welt jemals passiert ist. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, Gott seht, du sollen Stirn sein, und wir in der Stirn. Weißt du, wie groß die sind? Jetzt ist ein Baseball. Aber weißt du, no, die sind so, wie groß das unsere Welt ist. Ich habe in der Eier gesagt, dass unsere Welt, die wird meistens wachsen, wenn die Nudennessel ausgehört, dann hängt es zur Scheife nicht, und im Süden ist es meist durchgeschiert, und wenn es durchgeschiert ist, dann selber war ich. Je weiter geht euch Spaß bloß. Aber wo hängt das da? Und wenn ihr Gott seht, Luther Licht sein, Gott seht, Luther Tieren sein, Gott seht, Luther Menschen sein, und Gott seht, und Gott seht, und Gott seht, am Anfang wird das Wort, und dann wird das Wort Fleisch, und so wie weiter, das Wort, was dort seht, das soll all das sein, dort wird ein Mensch, dort wie Jesus, der wird geboren, der kein Mann uns, und der Leben Mann uns, der vertraut Mann uns, und das Wort wird Mensch und Wohn Mann uns. Ich habe mich selbst gefragt, ich habe meine Studenten in der Bibelschule manchmal gefragt. Ich würde gleich fragen. Wann Jesus von dir auf dieser Welt kam, leben, so sei dann dort, hier in Mexiko, wo würde er sein? Wo würde er sein? Habt ihr mal lieber gedacht? Der wird ganz versichert Lebenswasser sein, nicht? Wie sind die hier? Er könnte sein, dass die würden in Coctemoc irgendwo begossen. Er hat einen Boy mit Isaac Thyssen mit, muss mit Lehren die Maschine aufladen und so wieder. Aber wo würde ich sein? Weil, wie haben die Antwort? Die Bibel sagt uns das. Wo immer die Sünder wären, das ist wo Jesus wäre. Jesus wäre manchmal in der Synagoge, und ich glaube, er würde hier manchmal in Lebensfasche sein. Aber er wird da sein, er wird im Zentrum sein. Er wird in Coctemoc sein, bei den Hängegassen irgendwo. Da wurde früher gesagt, wird er fünfmal geworden sein, den Mann, was er nicht mehr leben hat, das ist nicht mal ein Mann. Du würdest sein. Du würdest ihn nicht hängen. Du würdest sein.
En dat is een interessante vraag en dat was ik even gauw beantwoorden. Maar wat we er maar aan denken dat God de schepper van hemel en aarde wordt een mens en hij komt te fout. En hij moest de feitje wassen en hij heeft je meid en hij zat ik ben barndol en hij vroeg nog woeter en hij honger de jingen eten schepen. Hij sluip op een laam en hij heeft je meid en uitje wrong wat we vielleicht kan zijn. Hij werd meid, hij werd overwhelmed, hij zag de mensen om jomer het even die. En hij huilde de kranken, hij drijfde bij zijn eerste uit, maar hij kwam te fout. God kwam te fout. Met deze feit. Schweit ik. Weet je wie ik dit jacket aan heb? Mij zal het schmakkelen. Dat is niet de oorzaak. Mij schweit te zijn. Wanneer ik predigen wil. Glaubt je gewoon dat God schweit als hij door een flink zijn darp ging? Gans meid weer door bij Samarien gekomen, door bij barm, zodat als ik dool in de fruit kwamt. En weet je, hier zat God. Hier zat God. Denk je maar na, de schepper van hemel en aarde, die wat rein alles meuk. Die zouden bij barm daar stichten. En hij vraagt de vrouw, kan ik drinken? Dat wie ons raden. Weet je, als God raden ploen, dan zijn we te fout. Hij ging door wat hij ging. Hij feilt dat wat hij in die feilen. Hij feilt dat wat mensen aan verschmijten. Hij feilt verschillende dingen. Ik wil in Luther zeggen, wo in Jezus moest een charpe hebben. Maar ik wil in nu al zeggen, dat hij mis het nog niemals zo zijn opgedaagd, dat nu als ik deze boodschap vreugd moet, dat de oud-testamentliche prophezeiungen voor Jezus kunnen erfellen kunnen moeten in menselijke charpe hebben. Meis rein alle prophezeiungen zijn modern jährlich, wenn du in menselijke charpe hast. En ik wil in Luther zo van die dingen wiesen. Hörst du noch Hebräer? Hebräer 1, Vers 1, 2 und 3. Ich brauche noch nicht Hand drehen, ich wollte bloß lesen. Jetzt heißt es dort: Gott, der in vielen Tiden fährt und auf viele verschiedene Wege, der ich die Propheten zu unserem Futter geredet habe, so hier haben wir das Wort. Gott hat geredet, der ich die Propheten, der ich die Prediger und so eine Dinge. Und dann Vers 2. Hat nun in dieser letzten Deo, der ich sie sehen, zu uns geredet. Hier ist war das Wort. Und so das Wort chime und wie ein Wort hier, und das Red hier, und so wieder. Und dann sagt er, dass der Teil hat vom Dutte bestimmt, alles zu oben, der ich den Sehen hat Gott die Welt gemerkt. Und so das Baby dort in Bethlehem in der Krib mit einem riesigen Engel, dort wird Gott, was die Schöpfung gemerkt hat, die Stirn, die Welt, rein alle Bäume, alle Tiere, alle Menschen, was da werden. Und so Gott merkt ein vollkommenes Universum, können wir sagen, und der liegt dort nur in der Krib mit einem riesigen Engel. Als Gott Radung bracht, dann käme er zu Fout. Dann wart hij een van ons. So, wir lesen wieder. Hij zegt, de Seen strolt de Herrlichkeit van Gott uit, dem hij in zijn Ort in Wies op Genève liggend. Der Seene kraft het woord, draagt in je held hij alles. Hier houden we dat woord. Alles blijft door hangen alaf. All die Sterns, de Zon, de Moon, dat is nu meest krijgt val. Kijk van de Else Oos, maar nur de Moon. Weet je waarin dat blijft? Wenn Jezus zegt, dat is al geblieben. En door in deze wereld blijft hier, want ik heb een ding uitgehakt, dat wenn Jezus zegt, die zal hier blijven. Want Jezus bij hemel zegt, laat de wereld verschwingen, dan zijn we waar. Wist je dat? Dat ik en die hier van jou zijn, en dat we hier uitmen kennen, dat we hier leven hebben, dat heeft door me te doen, dat ons baby dort in de krab in Bethlehem, dat die zegt, dat woord zegt, blijf door. Als God radung bracht, kwam hij te fout. Den zal zal je niemals meer vergeten. En zo, hij zegt, hij strolt God zijn heiligheid uit. Daar is zijn kracht van je helte alles. Hij heeft ons van de zinden gereinigd en zich dan bij de rechterhand van de majesteit in hemel doelgezet. Weet je wat we hier hebben? Jezus Christus, hij vond hem hemel aan. En dan komt daarop. En wat hier een mens, en stoft en zo weer. We waren nog een afschnitt lezen, wat een beetje klaar wist. En dan zijn er drie in de heiligheid. Ich kann mal gesagt, die von jüngst, was meine Studenten sind, die was in der Bibel soll, die weiten dort, dass ich Fährten von rede, vom Paradies nun Paradies. Weil wenn die Bibel lesen, die fangt im Paradies an, die Bibel. Dort, wo Adam und Eva anfangen. Und weißt du, wo die Bibel aufhört? War im Paradies. War bei Gott. Von Gott nur Gott. Und dort, wo Jesus ging, hei wir Gott, hei wir dort in der Herrlichkeit, hei hat alles gemerkt, hei regiert alles, und dann kommt der Rauf als ein kleines Baby. Und Mary muss in den Wengel wackeln, Mary muss Gott reden lernen, Mary muss Gott gehen lernen, Mary muss Gott eten lernen. Kann ich Ihnen feststellen, dass sie immer schmacken, ein kleines Kind, ein Schokolade in den Hängen, versieht das mal zu. Wo sind die bald?
Von Uhren war der Uhren mit Schokolade beschmiert. Kann ihn Gott es dort feststellen? Der Huwe gerät die Schild verlängst, die Kleider auf. Aber wenn die erst Eltern sind, dann lassen die ihre Kinder mal Salz essen. Ich kann nicht sagen, dass die Uhren nicht essen, aber die lassen die Salz essen. Wenn das ist wie Lehren, stellt ihr mal vor, der Schöpfer von Himmel und Erde, der sollte bei Josef, Mary und Dash, und der schmiert sich, dass ihr sagt, voll essen und so wieder. Und Mary versucht damit aufzuwaschen. Mary lehrt Gott essen. Was Gott Rahrung braucht, dann kommen wir zu Fout. Dann wie Jesus du und ich und deine Kinder und meine Kinder. Gott kam auf diese Welt. Und weißt du, Jesus kam rauf und dann geht er durch diese Welt mit all, mit den menschlichen Körpern, die versuchen, wo alle der Bibel und dann so war er in der Herrlichkeit. Von der aus, Jesus war er der Gott in der Herrlichkeit im Himmel, Himmel und Erde sind gehorsam, er hat alle gewollt in Himmel und auf Erde und er kam ein Tag drei, dann wird er nicht mehr kommen als ein kleines Baby, dann wird er ab seinem Wittet Peter reden, mit einem langen Schwert in seinem Müll, da meint das das Wort. Das Wort ist ein Hammer durch und er wird diese Welt rechten. Aber er kommt aus dem König von König, der Herrscher von allen Herrschern. Aber weißt du, er kam aus einem Mensch, ein Licht dort in der Grab. Ich dachte, erst schon, als ich das sagte, Jacob redet von Palmen, und so wieder. Weißt du, wann er die einzige Zeit in der Bibel war, wenn Jesus nicht zu Fuß ging? Was er auf den Esel reden, der in Jerusalem nahm. Das ist die einzige Zeit, was wir weiten. Vielleicht haben wir noch einmal Esel geredet, wir weiten nicht. Aber das ist die einzige Zeit, was uns gesagt wird, dass Gott reden wird auf dem Bürger. Mir wurde mal gesagt, dass hier in Mexiko heute keine Bürger schief, aber die Dietsche hier wären. Fährt auf wären bloß Wurros und so. Aber weißt du, was Gott Rahrung braucht, dann käme er zu Fout. Ich kann Ihnen feststellen, dass Gott wird kommen, wie die der anpüttern. Ring und schweitig. Habe sich all drei Jahre nicht gebot. In der Bord sitzt das von Jüngchen da. Und so. Gott kommt zu Fout. Und welche Mieser diese Weg sehr angesunken. Dass ein Denk, was wir nicht verstehen können, aber Jesus Wort in Mensch den Menschen raten. Ich sage diese Werk in ein Video wie auf Facebook, habe ich vielleicht alle gesehen. Aber du wie ein Elefant, ein kleiner, nahter Elefant, der nicht ein ganz Ütjewassener, und du wie eine ganze Head laughs rum dem. Er hat gesehen, die eine sagt, im Regen, hat ihn durch einen Park, ein paar Stück schlappt, hängt er rund. Und du wie Wut an, Elefant ist gleich in Wut an, laughs down nicht. Weißt du, ich dachte so, aber guck mal Wut an. Dann warst du los geworden. Weißt du, dort fehlt, dass ich kein Elefant geworden bin, dem mal Wut an anleiten. Gott war ein Mensch, dem die Menschen raten. Wir haben noch Leifs auf uns gesetzt. Wenn es die Feinde sind auf uns, die wollen uns vernichten, die wollen uns vergnügen, die wollen uns totmachen. Und dann kam Jesus und warte mal Menschen, und er überwindet den Feind. Er hat Versuchungen mit dem Feind, aber er gewann. Und die Bibel sagt, dann sei er klar, hat den Feind überwinden. Weißt du was? Er lädt uns zum Wut, und er lädt uns nur der Ratung, dass die Leifs uns nicht kann totmachen. Was Gott eine Ratung braucht, dann kommen wir zur Fout. Dann kommen wir zu Stu. Und so ist er dort am Baum, und so ist er ein Mensch. Was ist mit Zacchaeus? Zacchaeus sagt, am Baum ist eine Kot, und Jesus und Gott geht ihn zu Fout vorbei und hält stellen und sagt, hey Zacchaeus, wollen wir mal ein Barbecue in dein Haus? Das ist ein bisschen wieder, wir luden uns an, wir lied an. Salz. Also. Und so, besonders wenn die Nudeln so ein paar sind, oder? Diese Werk wird in der Grote Eierreichigkeit eingegangen, aber da war ich nächstes Mal von drin. Und so, als der Teuf um Kriegs starf, ich meine, der Teuf um Kriegs, als der du hung, und Gott hung der Besied, und Blad üht, dann geht er noch was dran, an den anderen, was um Kriegs hung. Weißt du, ihr Schwester, als Gott Rahrung braucht, was hat ewige Part von Salz? Dann käme er zu Fout. Dann käme Jesus wie Menschen. Und dann haben wir die Geschichte von den Pharisäern. Und weißt du, Gott wie er unzufrieden mit den Pharisäern, wenn er Selbstgerechtigkeit und er religiöse Dinge und seine Dinge steht. Aber als Gott kam, dann braucht er Rahrung. In Kolosser redet Paulus das selbe Ding. Er sagt in Kolosser 1, Vers 16, durch Arm mögt Gott alles, was im Himmel und auf der Erde gemerkt worden ist,
was zu sein ist und was nicht zu sein ist, auf Thronen, Regierungen, Herrschaften und Gewalten, das alles durch ihn und für ihn gemerkt. Und wisst ihr, uns Gott, am Anfang wird das Wort. Und das Wort sagt, lass das Licht sein. Das Wort sagt, du sollst das sein, du sollst dort sein. Und Gott merkt diese Schöpfung. Und dann plant Gott. Und in der Welt, Paulus sagt, hör doch, vorher die Welt merkt, geplant, dass er uns durch sich selbst raten. Und wisst ihr, ich wende einmal, aus Gott Adam und Eva merkt, aus Gott Adam merkt, dann merkt er ein Mensch, so dass er wird einer sein, wann er wird Raten bringen. Und dann fangen wir, dass Gott und Adam sie gehen zu Fout im Garten. Wisst ihr, Gott wird zu Fout durch. Wir haben ein anderes Bild im Old Testament, wo Gott nach Abraham kommt. Abraham sagt in seiner Idee von seinem Tent, sein Zelt, kommen da drei Männer gegangen. Wisst ihr, ein von dort wie Gott? Die Bibel sagt, ein wie der Herr. Ich habe den Glauben, dass Jesus wie ein Mensch für ein Mensch wäre. Das hat sich mit der verdreht, nicht? Aber wisst ihr, er wird geboren in dieser Welt aus einem Baby, aber er kommt als ein Mensch für dort in der Bibel. Und so, Gott kommt Donald zu Fout. Und er sagt sich, du am Schotten Dol bei Abraham. Abraham hat anziehen, Kopf schlachten und Sarah merkt mal schwimmen mit Brot und so eine Dinge. Dann hat sie Eten taub. Und wenn aus Gott nach Abraham kommt, dann kommen wir zu Fout. Und aus Gott uns kommen raden, dann kommen wir zu Fout. Er sagt wieder in Vers 17, hey, wir du euer irgendwas gemerkt wird, in der Scham besteht alles. So, das ist das Selbste, was wir euer lest haben. Aber der Punkt ist das, in das Wort wird Mensch und wohnt manch uns. Der wohnt manch uns, wie bei uns Tamarach, wie bei uns unjam Baum, und wie geben den Eten und so weiter. Paulus, das Kronz, was ich in erst seht, von Paradies nun Paradies, den beschreibt Paulus in Flipperbrief, ein von der Kronzbars, da hör ich, was er sagt. Er sagt, seht euren Unter, so ihr sagen, dass Christus Jesus selbst wir. Jesus wird von seiner Natur her Gott. So, wir fangen nur an, wie Gott. Aber doch sagt er dort nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Er tragt sich dort so aus Gott sein Ut. Er nimmt eine Gestalt an, aus dem Knecht, und wird dadurch so aus wie Menschen geboren aus dem Mensch. Demütig mögt er sich gering und wird gehorsam bei dem Tod, ja, bei dem Tod um Kreuz. Durch wen hat Gott am Hoch gehoben in einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Im Namen von Jesus sollen sich alle Knien in Himmel und auf Erde und unter der Erde beten. Und alle Tongen sollen zu Gott in ihr bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und so hier haben wir das Kranz. Er fängt im Himmel an, aus Gott. Aber er tragt sich dort aus, was er dort meint. Und ich kann nicht sagen, korrekt, was er meint. Ich glaube, Jesus wird auf dieser Welt ein Mensch, er braucht nicht seine Gottheit hier, er wird mit einem Jesus gefällt, die Wunder, was er deut, die Tekens, was er deut, und so wieder, die werden alle getan, durch den Heiligen Geist in der Kraft, aus dem Mensch. Das ist mein Glauben. Ich brauche noch nicht leben an den Himmel. Aber hier fangen wir, dass er tragt sich dort, dass Gott sein Ut, er kommt aus dem Mensch geboren, er wird gering, er wird einfach bloß aus dem Knast, aus dem Sklav auf dieser Erde, und er starb vom Kreuz, der erste Tod, was wir uns ausdenken können, aber nun ist er drei bei der Herrlichkeit. Und so kommt ein Tag drei. Aus Gott Radung brach, dann käme zu Fout. Wie muss ein menschlicher Körper haben? Lass mich Ihnen mal some ideas geben. Ich hatte never so steht every day, but nu bin ich diese Botschaft freut mir. Gott muss ein menschlicher Körper haben, wenn Gott kann nicht sterben. Gott darf nicht bloß leben, er ist dort leben. Gott kann nicht sterben. Gott hat aber gesagt, dass Sinn lädt nun dort. Und Gott hat auch geplant, den Menschen durch sich selbst zu raten. So, was würde er tun? Wenn der Sinn lädt nun dort, dann hat Kongo gestorben. Und so Gott wird ein Mensch zum Sterben. Er braucht den menschlichen Körper zum Sterben. Und Gott geht nicht zu versiegen von dem Diebel. In anderen Worten, der Diebel kann Gott nicht versiegen. Aber dem, dass er versucht wird und mit uns mitfällt und uns wiesen kann, dass ein Mensch kann sicher, wird er ein Mensch, und in sein menschlicher Körper,
Dort haben Fasten und Beten und Hungern und der Diebel kämpft zu haben und der hat ihm das Brot anbeiden und andere Dinge. Aber Gott brückt ein menschlicher Charper, dem der Diebel am können versiegen. Wenn der Diebel hofft nur an Gott, wisst ihr das? Der kann Gott gleich versiegen. Gott ist der Herr, heißt der Schöpfer von Himmel und Erden. Gott wird nicht hungrig. Er darst dich, er meid, er ist nicht ein Weideo. Und weißt du, wir haben einen interessanten Charper, wir haben Nerven in uns Charper, und dann tut ihr mit uns Verstand. Und das wollen wir Weideo haben, wenn unsere Nerven, die waren irgendwo, wenn da was passiert, dort das Weide, dort das durch uns Verstand und so weiter. Und so Gott muss so ein Charper steht haben, was ein Verstand hat, und was Nerven hat, und was Weideo kann feilen. Wenn Gott selbst wird nicht hungrig und wird nicht meid und ist nicht in Weide, wenn heißt Gott? Und so er braucht den menschlichen Charper. Sie kann nicht Gott eine Spätze kriegen auf den Kopf nach Kiel. Und so Tim eine Spätze kriegen für uns drehen, muss er einen menschlichen Charper haben. Und aus diesen Soldaten an, die du auf dem Kopf nicht schielten und so wieder, ich stelle mir nicht so fair, dass sie dort wüssten, dass sie Gott eine Krone von Speckers auf dem Kopf nicht schielten. Das ist in Israel, wie du hast einen Baum, der hat so eine dreißige Nägel, das ist einfach ein bisschen Holzschrauben, das die Hand im Bühne, nicht, die dreißige, ein bisschen so dick und so lang. Und das, was sie sehen, und du dort wie, von wo sie die Krone haben gebüht. Und die Speckers brechen gleich so leicht auf. Und wenn ihr aus der AMD abseht, sagen und du mit einer Ruhe noch schielten sie wieder die Speckers fuhren, hängen ihre Hüte. Tim dort beleben, muss Gott ein Mensch werden. Wenn du das Gott nicht in der Speckerkrone am Kopf noch schielst. Und so Gott wird Mensch. Dort sage ich in Offenbarung 20, Vers 11. Ich sage einen großen, witten Thron. In den, der du oben sollt, Himmel und Erde flügen weich von ihm, und wir nicht mehr zu fangen. Das ist uns Gott. Und weißt du, wenn Jesus zurückkommt, ob das große Wetter Thron, du wirst keine Dornenkrone sein, aber zum uns raten, zum Radung bringt, kein höchsten Mensch. Er kommt zu Fout. Und Leute sich eine Speckerkrone auf dem Kopf noch schielen. Weißt du, Lied, Gott geht nicht zu verwippen. Gott geht nicht zu verwippen. Und aus den römischen Soldaten, Gott du verwippen deinen, dann brückten sie in menschlicher Charber, Tim dort dann. Wenn du das Gott nicht verkehlen, du das Gott nicht verwippen. Gott sein Wort geht nicht überreiten. Und aus den Soldaten, Jesus sein Wort überreiten, verstehen, der Weide einfach mal im Wort Bieter, Rüter, Rieten und so weiter. Und weißt du, das schaue ich nicht zu Gott down. Und so Gott nehmen Menschen die Charpe an, Tim, dass sie dort können down. Du kannst nicht in Gott sein Gesicht schwielen. Habt ihr mal wer in Gesicht geschwielt? Das wird sie zu Jesus tun. Und so Gott nehmen Menschen die Charpe an und er stund mit einer Dornenkrone, er stand für das Blut daran und die Spine im Gesicht und das vermischt sich mit dem Blut daran drauf. Das kostet ihn nicht zu Gott tun. Und so er muss ein menschlicher Charper haben, Tim, dass er abends dort können. Und das sind Prophezeiungen. Lass mich mal lesen. Jesaja 50, Vers 6. Ich geh mein Regenhahn zum Verwippen. Gott hat nicht einen Regen. Aus dem prophezeit wird, hat Gott noch nicht einen Regen. So zu sein. Aber er war ein Mensch, in der Krebs geboren, in kleinen Chanten mit dem Regen und der was ab. In das Regen wird gegeben, Tim, dass am können verwirpen. Wenn er wie prophezeit, dann wird passieren. Und Gott muss ein Charper haben, Tim, dass dort können Erfüllung kommen. Lass mich wieder lesen. In meine Baten nur da, die mir den Bord ütreiten. Und du sagst, du kannst Gott sein Bord nicht ütreiten, aber die Bibel hat gesagt, das wird sie tun mit Gott. Und dann muss er einen Charper haben. Und so hat ein menschlicher Charper. Ich verstürke mein Gesicht nicht für dich, wird mich verspotten und bespielen. Und so Gott muss ein Charper haben. Weißt du, Lied, wie kann nicht Nägel durch Gott seine Hang und Feucht schielen? Er muss ein Charper haben. Aus Gott Radung braucht, Lied, dann schäme zu Fout.
Ein schemerser Mensch. Und sie nähelten Gott und kriezen und kosten nicht mit Gott tun. Gott ist Gott, heißt der Schöpfer von Himmel und Erde. Die Erdfläche weicht von ihm. Die Bibel sagt, du kost, du hast noch niemals ein Mensch Gott gesehen in das Leben geblieben. Dort sind es Gott. Aber du in einem menschlichen Körper und er geht mir ans Taub. Und er starft und kriegt. Gott fehlt in der Bark, denn dass Judas am können den Verrührungskuss geben. Du darfst nicht Gott einen Kuss geben, zum Arm verruden. Und zu einem fehlenden Körper. Du sagst nicht zu Gott, oh, wenn du Gott bist, dann rade ich mal selbst und komm mal von Kriegsruf. Und zu Gott muss ein menschlicher Körper haben. Und welche Lied aus Gott Radung braucht, dann käme ich zu Fout. Und zu Gott muss ein menschlicher Körper haben. Matthäus 1, Vers 23, schick einmal, einem Jahr wird schwanger sein und wird den Sehen zur Welt bringen. Den wollen sie Immanuel nennen, dort meint Gott mit uns. Gott jenkt auf dieser Welt. Er jenkt dort beim Baum, der ich wusste, hier sollt. Er ist sollte beim Baum. Und er jenkt von dort zu dort predigen. Und dem, der dort können erfüllen, und muss er ein menschlicher Körper haben. Und so Jesus nimmt das menschliche Körper auf sich. Und so dort in der Grab, der lichte Schöpfer von Himmel und Erde. Und so sich kann sehen, dass Mary holt Gott in ihre Arme und er sie fordert ihn an ihre Brust. Sie deut ihre Wengeln, seine Wengeln tischen. Sie lehrt ihn gehen. Sie trock ihn ab, du Nazareth. Ich will dir noch ein Vers lesen. Das ist der ganz bekannte Vers in der Bibel, aber ich will dir sagen, dass Vers niemals mehr so sein ist, wie bei nur einmal haben. Das sagst du es dir. Gott läuft die Welt, so sei er. Dort hat sie ein einzigen Sehen, Jeff. Dort all die, die an Anleben nicht verloren gehen, aber dort auf ihr Leben haben. Weißt du, was Lied? Aus Gott Rahrung braucht, dann kämpft er zu Fout. Und dann geht er durch Jerusalem. Er dreht sein Kreuz auf seine Schule an, fehlt er zu einem menschlichen Körper. Und wann wir das falsch lesen, ihr Schwestern, und wenn wir das falsch nicht bloß immer lesen, dann in der Luten, wenn wir mal mit Stell holen, was meint dort, wenn das sagt, Gott, jäuf sie ihn sehen. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der wird ein Mensch. Der Schöpfer, der die Stirn in der Luft hält. Der Schöpfer, der alles gemerkt hat, der, was die gemerkt hat, der wird ein Mensch. Und sie spielen an ihm gesagt, sie sahen die Krone ab, sie reiten an dem Boot und sie verwirkten ihn und nähelten ihn und kriechen ihn. Und da kannst du nicht mit Gott tun. Was Gott Ratung braucht, dann käme ich zu Fout. Wer wird das klar haben? Ich weiß nicht, wo du bist in deinem Leben. Aber weißt du, wie ich so glückhaltig durch das Leben gehen in okay, nein, ich habe eine Ostertit und Stelle, Frieden und all die Dinge. Und dort ist es so wichtig, dass wir all diese Helden da haben. Aber wer wird das klar in uns Hort merken, dass uns Gott Rahrung braucht, dann käme ich zu Fout. Und dann käme nur mich, dann käme nur die. Er käme als ein Mensch. Er lebt als ein Mensch. Er starb von Kriegs, er stund ab. Du wirst nächste Friedhof, wo du nicht checken. Eine Friedhof, wo du checken, wo sie am Todmärchen sind, wo du abstund. Aber wenn du aus Gott Rahrung braucht, dann kämpft er zu Fout. Kraxest du. Am Sittet eben nur die. Mit einem Bord, some von denen haben Bord. Und er wird meid und hungrig und gries und schweitig. Und als er da am Kreuz hängt, dann sagt er, dass seine Tongue barkt und Bein an, so dreig wird sein Müll. Wenn aus Gott käme, ans Raden, dann käme er aus dem Mensch. Er käme zu Fout. So, wenn ich ans Leben durchgehen und glückhaltig sein, wenn Jesus erst zurückkommt, dann käme er nicht mehr zu Fout. Weißt du, wo er da ankommt? Ab dem Wetter Piet, aus der König von allen Königen, der Haar von allen Haaren. Und das sagt in der Bibel, wenn mein Name nicht in Jesus geschrieben ist, in das Buch von Leben, dann ist von der all bestimmt, wo ich hingehe. Aber weißt du, wie ich von der dort annehmen, aus Gott Rahrung braucht, dann käme ich zu Fout. Und heute käme aus den Menschen, er weiß, wer wir sind. Im Hebräerbrief sagt er, dass wir können mit ganz voller Taufetrin am Thron Gottes kommen, wenn Gott weiß, wer wir sind. Er sieht was. Er hat in deine Schau gegangen.
mit 300 Jahren schon. Wenn wir bloß am Sterle Tiet haben, wenn wir doch mal bitte überdenken, was Gott mir raten, schäme dann schäme hätte faut. Was meint das für dich? Wenn wir am du verdammt, bloß Sterle bei uns selbst. Dankeschön für diese Botschaft der Herrchen. Für mehr Informationen, bitte fängt uns am Internet bei lebenswasser.org.